Guten Tag, herzlich willkommen zur Präsentation der Late-Night-Show Krömer. Gefühlt warst du lange weg, zumindest im Fernsehen. Also im RBB konnte man noch die eine oder andere Sendung sehen, aber sonst warst du weg. Was hast du gemacht in den letzten Monaten? Naja, also ich würde sagen, war man lange weg. Früher hätte man gesagt, ich war kurz Zigaretten holen. Also ich war auf Tour gewesen, ich habe 8 Shows gemacht, ich habe nur die 3 Filme gedreht. Und das ist jetzt wirklich ja um. Also ja, weg. In dem Konzept der neuen Show wird Matzen geben oder Einspielfilme, kann man ja so nennen. Und unter anderem Kurt Krömer in Afghanistan. Ja. Das kann man sich jetzt erstmal nicht vorstellen, was das soll. Also wird das dann lustig aus Afghanistan oder ist das dann der ernste Part der Sendung? Das ist genau das Ding, was ich vorhatte. Dass ich, also früher habe ich meine Nummern am Schreibtisch entwickelt und habe mir Sachen ausgedacht, also überlegt. Waren dann keine echten Erfahrungen, also vielleicht teils 50-50 oder so. Und ich hatte ja damals schon einen Spieler gemacht und mir hat ein bisschen die Schärfe gefehlt. Also ich hätte mir jetzt so vorstellen können, dass ich mich auf die Bühne stelle und mich über Soldaten in Afghanistan lustig mache. Aber ich dachte dann, fährst du hin. Also es war auch so, dass die Bundeswehr mich eingeladen hat und gefragt hat, ob ich mir vorstellen könnte, in Kabul aufzutreten. Und da dachte ich als Kriegsdienstverweigerer, fand es sehr mutig von der Bundeswehr und habe gedacht, wir haben Arsch in der Hose. Und ich dachte dann, damit sie auch auf den Arsch in der Hose haben und dahin fahren. Und habe die Bedingung gestellt, dass ich dann aber auch überall mit meinem Kamerateam alles filmen darf, wo ich denke, das ist für mich jetzt interessant. Und die Erfahrung hat gezeigt, dass man in einem Kriegsgebiet lustige Filme machen kann, ohne sich über Soldaten lustig zu machen oder über das afghanische Volk oder eben über den Kriegszustand, der da herrscht. Und das macht wirklich so ein bisschen die Filme aus, wo ich gesagt habe, ich möchte dahin gehen, wo es weh tut und da auch drehen, wo man denkt, das darf man eigentlich nicht machen. Also wir werden Rassismus behandeln, wir werden Migration als Thema haben. Wir werden diese Kriegssituation haben und alle Matzen drehen sich eigentlich darum, dass man eigentlich erst als Zuschauer denken soll, das darf man eigentlich nicht machen. Also ich hatte die Situation mal, als ich mein Live-Programm gespielt habe und im Mittelgang gewesen, wo Behinderter saßen, Spastiker, der mir den Weg versperrt hat und ich hatte halt in der Nummer den Impuls, dass ich mal da durchgehen muss und Sache zu ihm jetzt mal beiseite mit einem fetten Arsch. Wo ich gemerkt habe, das Publikum war totenstille. Also einfach nur deswegen, weil die Leute dachten, ich mache mich jetzt über Behinderte lustig. Und da war totenstille, wo ich dachte, was soll denn jetzt? Also ich habe ihn ja nicht angepisst und wie war behindert ist, sondern weil er einfach dazugehört und jetzt gerade in dem Moment gestört hat. Da ist mit den Typen dann noch 2 Stunden an der Bar danach und wir haben uns lustig gemacht über die Situation. Er hat mir viele Behindertenwitze erzählt, wo ich dachte, würde ich die erzählen, würde ich 3 Jahre Haft kriegen, weil das nicht zusammenpasst. Und solche Themen wollte ich mich halt stellen. Dass man so sich hinstellt und fragt, wie viele Migranten hat Kurt Krömer eigentlich während seiner Aufzeichnung. Und sich diesem Thema dann halt stellt. Hast du jetzt, das Ziel, irgendwie eine politische Botschaft rüberzubringen? Also weil du kümmerst dich ja schon um Themen, um die Durchsuchung zu entfernen. Ich denke mal, das ist auch eine Geschichte. Politisch würde ich nicht sagen. Also ich will auch jetzt nicht sagen, dass ich jetzt politischer Kabarettist bin, weil da stört mich das immer, dass ich, wenn ich jetzt politischer Kabarettist wäre, ich würde vor 500 Leuten stehen und würde zum Beispiel sagen, Nazis sind Schweine. So, dann würden alle klatschen und sagen, hurra, der hat hier nicht die Meinung. Ich denke, das ist mir zu einfach. Also ich gehe dann lieber zu den Nazis hin und führe mit den Interviews, um dann zu zeigen, das sind wirklich Schweine, aber ich war dann vor Ort. Also ich stelle mich der Situation und von daher, ich habe keine politische Botschaft. Ich möchte kontroverse Themen haben, wo man sich darüber streiten kann, ob das jetzt gut ist, wenn Kurt Krömer nach Afghanistan fährt und für Soldaten auftritt und da lustige Filme dreht. Das ist auch so eine Reaktion gewesen, dass ich zum Beispiel mit so vielen Eindrücken aus Afghanistan zurückgekommen bin, dass ich mir gesagt habe, es ist eigentlich zu wenig. Also Matzen, die wir zeigen, dauern ungefähr so im Schnitt 3 Minuten. Und da habe ich mir gesagt, ist mir zu wenig. Also wir haben uns nur in den Camps, also ich hatte so eine richtige Tour durch Afghanistan gemacht und war nur in den Camps, dass ich dann gesagt habe, ich möchte jetzt aber auf die andere Seite, also ich möchte in die Stadt rein. Und werde jetzt im Herbst wieder nach Afghanistan fliegen und genau die andere Seite füllen und sagen, jetzt machen wir daraus eine Reise durch. Also ich möchte
Das ist der Anfang der neuen Showreihe. Ich habe dafür noch den Sender, aber ich werde auch reingekosten, da hinfliegen mit einem Kamerateam und eine Reiseshow machen mit dem Arbeitstitel Orte, wo keiner hin möchte. Ja, oder Orte, die jetzt im TUI-Reisekatalog nicht auf der ersten Seite stehen. Wo werden Sie mit da anfangen? Wir müssen jetzt hier nicht zu ernst werden, aber trotzdem die Frage, was ich finde, das Dreh, man muss natürlich jetzt mal aussehen. Man muss jetzt die Filme sehen natürlich. Wenn ich jetzt darüber rede, wenn ich jetzt sage, Behinderte, Rassismus und Afghanistan, Krieg, Soldaten sterben, dann ist das natürlich traurig, aber man muss dann auch die Filme, haben wir jetzt noch nicht, wir sind noch im Schnittplan, die müssen wir fertigstellen. Ich glaube, also wir haben darüber gedacht, wir haben doch mehrere Leute schon gezeigt, das ist schon lustig. Das ist halt der Kontrast, dass dir das Lachen doch ab und zu bestimmt im Hals stecken bleibt, aber du kannst darüber lachen. Weil wir uns nicht lustig machen über die Situation. Ich werde nicht, ich als Kriegsdienstverweigerer bin jetzt nicht hingegangen und habe gesagt, ich finde das scheiße, sondern ich habe Filme gedreht, wo sich der Zuschauer selber werten kann und sagen kann, das ist jetzt gut, die müssen wir haben.